Herzlich willkommen zu mein erstes Mal mit Harry Potter. Und ich kann an dieser Stelle schon mal vorweg schicken, heute geht es um den Halbblutprinz. Und ich sag mal, auf diesen Teil habe ich mich nicht besonders gefreut, Niki. Muss ich schon zugeben. Ja, jetzt wo ich ihn gesehen habe, kann ich dich verstehen. Krass, ne? Habe ich ein bisschen zurückversetzt gefühlt zu Teil 1 und 2. Also, die ich auch nicht so besonders gerne mochte. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber wir werden das natürlich ebenso professionell handeln wie die letzten Male. hoffe ich zumindest halbwegs. Aber ich sag mal, die größte Überraschung vielleicht ist, dass wir heute noch einmal Gäste haben und diesmal sogar mehrere. Wir haben nämlich zwei Kolleginnen bei uns, die bei uns im selben Unternehmen arbeiten. Und das sind Nele und Vivica. Moin. Hi. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Total. Und vor allen Dingen auch über den Halbblutprinzen. Das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend, glaube ich. wie soll ich da eigentlich anfangen? Also wir sind so ein bisschen über dieses Harry Potter Ding, sind wir quasi so ein bisschen aufeinander gestoßen, weil wir überlegt haben, okay, wir brauchen vielleicht auch nochmal ein bisschen Verstärkung für mich, weil letztes Mal hatten wir nämlich jemanden da, der das auch zum ersten Mal guckt. Und jetzt haben wir gesagt, naja, dann holen wir vielleicht nochmal jemanden rein, der sich mit Harry Potter etwas besser auskennt. Und ich würde vielleicht sogar sagen, auch noch etwas besser als ich. Das werden wir, glaube ich, gleich herausfinden, oder? Ja, ich glaube auch. Ihr könnt ja vielleicht mal kurz erzählen, wir haben natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber was genau, also wie seid ihr überhaupt zu Harry Potter gekommen und wie alt wart ihr eigentlich genau, als ihr das erste Mal so mit Harry Potter in Berührung gekommen seid? Das hängt ja auch immer davon ab, wie alt man selber ist, wahrscheinlich. Mhm. Ja, also genau, ich würde vielleicht einfach mal anfangen. Vivi, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, wir waren 10 oder 11, also ungefähr tatsächlich im Alter von Harry Potter, als wir mit Harry Potter in Verbindung gekommen sind. Und das ging darüber, also Vivi und ich, wir kommen aus der selben Stadt, aus Bremen. Und schöne Stadt übrigens. Ja, schöne Stadt übrigens. Genau, und wir sind, wir haben tatsächlich auch in einer Straße gewohnt, damals oder fast in einer Straße. Und unsere Eltern sind immer zum selben Buchladen gegangen. Und dieser Buchladen hatte damals zuerst tatsächlich den englischen Harry Potter und dann den deutschen Harry Potter und hat die Inhaberin so begeistert, dass sie allen Eltern mit Kindern im Alter von zwischen 10 und 12 dieses Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, das müsst ihr euren Kindern zum Lesen geben. Wow. Und so sind wir eingestiegen und es war total geil, weil dieser Buchladen tatsächlich unsere Reise durch die Harry Potter Welt begleitet hat. Und sie hat dann in jedem neuen, also jedes Mal, wenn ein neues Buch rauskam, hat sie ihren ganzen Laden in Harry Potter oder beziehungsweise in so einer Zauberwelt gekleidet und alles war dekoriert und sie hat sich selber als Hexe verkleidet. Und direkt daneben ist auch ein Kino. Das heißt, irgendwann haben die auch so Kombinationen gemacht mit ein neuer Film rausgekommen und haben dann da auch Butterbier ausgeschenkt und so. Es war echt, also wir waren da ganz tief drin in dem Thema. Es war vor allen Dingen total schön. Die haben auch dieses um 0 Uhr vom Buchladen stehen. Das haben die natürlich auch alles mitgemacht. Und die haben das so mit dem Kinobesuch verbunden. Das heißt, wir saßen bis 0 Uhr im Kino. Und dann wurden die Bücher ausgeteilt. Und dann konnte man die ganze Nacht noch durchlesen. Also, was wir auch gemacht haben. Was wir auch gemacht haben, definitiv. Das habe ich tatsächlich beim vierten Teil auf jeden Fall auch das erste Mal gemacht. Danach bestimmt nochmal. Aber das habe ich damals gar nicht erzählt, ne? Als wir den vierten Teil aufgenommen haben. Ja, da war ich auch um 0 Uhr, war ich bei der Buchvorstellung. Es war auch ein großes Harry Potter Ding auch. So diese 0 Uhr Buchveröffentlichung und so, das ist echt eine krasse Geschichte. Voll. Ja, und es hat was Magisches. Total, und ich erinnere mich auch noch tatsächlich an den sechsten Teil, weil zu der Zeit meine Cousine bei uns gewohnt hat. Und ich schwör's euch, als sie den sechsten Teil gelesen hat, hat sie 3 Tage lang nicht mit mir gesprochen, hat nicht gegessen und nur auf so einem Sessel gesessen und hat dieses Buch einfach von vorne bis hinten durchgelesen. Und ich habe einfach 3 Tage lang, waren die wirklich abgemeldet. Wow. Und also es hat so krass habe ich das nicht hingekriegt, aber das war echt abgefahren. Also es hat irgendwie, aber man musste ja auch so schnell durchlesen, weil sonst wurde man ja gespoilert, ne? Ja, das stimmt. Das war damals auch ein großes Thema, da erinnere ich mich auch noch dran, dass es sehr schnell rumging, was am Ende des Buches passiert.
Ja, vor allem beim sechsten. Mhm. Ja. Ich habe das vor meiner Mutter gelesen damals. Und ich weiß noch, dass ich kam aus der Schule und ich hatte nur noch die letzten paar Seiten zu lesen. Oder beziehungsweise auf jeden Fall den Bereich zu lesen, wo Dumbledore dann verstirbt. Und ich saß im Esszimmer auf dem Stuhl und habe Rotz und Wasser geheult. Aber meine Mutter hat das Buch nach mir gelesen. Deswegen durfte ich ihr leider nicht erzählen, was los war. Oha. Und war fix und fertig. Oh, das ist ja auch immer schlimm. Hat er ihn doch schon mitgenommen? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass ich das auch gelesen habe. Und dann hatte ich es auf jeden Fall noch, ich habe es noch rechtzeitig erfahren. Aber ich habe dann auch schon so im damals noch sehr jungen Internet, wenn ich mich nicht richtig täusche, habe ich schon so auf jeden Fall so Bilder gesehen von Leuten, die so T-Shirts tragen, wo so drauf steht, ja, Dumbledore stirbt auf Seite so und so. Und die Leute einfach nur trollen wollen. Und es war richtig schlimm. Ich war, ey, da waren, ey, die Leute waren auch sauer. Also ich erinnere mich auch an die Geschichte noch. Das war echt krass. Ja, aber deswegen, man musste dann 0 Uhr und irgendwann musste man die Bücher schon auf Englisch lesen. Weil sonst ja, wurde man auch da gespoilert. Wo das ja schön war, ne? Also jetzt irgendwie so 14, 15, 16-Jährige dazu zu motivieren, ein englisches Buch zu lesen. Hat, glaube ich, nur Harry Potter hingekriegt. Also zumindest bei mir. Aber es geht ja um die Filme heute, ne? Eigentlich geht es um die Filme, genau. Und wir können auf jeden Fall mal, ja, vielleicht, also ich will das jetzt auch nicht zu sehr vorwegnehmen, aber normalerweise, wir machen immer so eine, ich sag mal, wir machen so eine kleine Vorschau auf jeden Fall. Und ich wollte Niki erstmal fragen, wie ihm jetzt dieser Film denn final nun gefallen hat, weil es ist ein schwieriges Thema, finde ich. Soll ich gleich mein Urteil fällen? So ein kleines? So ein kleines, ja, hat mir nicht so dolle gefallen. Also, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, aber das ist ja zu 70% eigentlich eine Teenie-Romance-Komödie, ne? Vielleicht nicht Komödie, aber es ist sehr viel Schnulz dabei. Ja. Obwohl er ziemlich gut anfängt, finde ich. Also, wenn wir gleich mal zum Start kommen wollen, er fängt ja eigentlich da an, wo der fünfte aufhört. Ich glaube, Harry trauert um Sirius Black, was ja eben ganz cool ist, und die Todesser stürzen sich auf London, bringen diese Brücke zum Einsturz, was ich nicht ganz verstanden habe. Also sehen die Muggels das jetzt plötzlich oder sehen sie es doch nicht mehr? Wird alles im Buch erklärt, ne? Deswegen liest man ja erst die Bücher und schaut dann die Filme. Ja, erklär mal, wie es im Buch ist. Ja, im Buch ist, sind dann ja, also spricht der Premierminister, der Muggel spricht mit Fudge erst und dann mit dem neuen Premierminister. Und da sprechen die praktisch darüber, dass vor welchen Problemen die eigentlich gerade stehen. Und der Premierminister findet halt nach und nach heraus, dass eigentlich alle Probleme, vor denen er gerade steht, also wie der Brückenzusammenfall oder dass irgendwie ganz viele Menschen super lethargisch sind oder dass halt ganz viel Nebel in den Städten ist, heraus, dass das eigentlich Riesen waren, Dementoren, also praktisch die Zaubererwelt daran schuld ist. Und genau, dementsprechend, die bekommen das mit, aber sie bekommen nicht mit, dass es magische Probleme sozusagen sind. Okay, das heißt, die Brücke stürzt einfach vor ihren Augen zusammen, ohne ersichtlichen Grund. Sie werden dann ja verzaubert. Und also jetzt im Buch sind das tatsächlich Riesen, glaube ich, die Brücke zerstören. Und wird ja immer deren Gedächtnis dann verändert und also, es hängt alles zusammen, es gibt für alles eine Erklärung. Ja. Ja, im Film ist es ja so, dass die Todesser da reingeritten kommen so ein bisschen und einfach das kaputt machen. Genau. Und das sehen die Menschen schon. Also, ich glaube, die sehen da schon diese Schatten fliegen und so. Und das wird auch, glaube ich, so ein bisschen suggeriert. Da gibt es so Menschen, die in so einem Hochhaus stehen, oder? Ja, stimmt, wo das Hochhaus so vibriert. Ja. Interessant, ich habe das mal nachgeschaut, weil ich konnte mich nämlich auch nicht an diese schwarzen Schleier erinnern aus den Büchern. Das ist tatsächlich für den Film gemacht, damit eben klar wird, dass da Magie hintersteckt. Also in den Büchern ist das eigentlich nicht so, dass die in so einem schwarzen Rauch aufgehen, oder wie? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Nee, eigentlich nicht. Verrückt. Ja. Und ich muss auch zugeben, ich fand zum Beispiel, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch nochmal notiert, als ich dann jetzt zum nächsten Mal geguckt habe, die ersten 15 bis 20 Minuten sind wirklich richtig gut. Also die gefallen mir auch total gut, weil sie ja den dunklen Ton vom Fünften so ein bisschen aufgreifen. Genau. Und die Todesser entführen dann ja auch Ollivander. Stimmt. Und das sieht man auch so ganz kurz. Und
Das finde ich einfach irgendwie, das ist auch eine Figur, die ich einfach immer gerne sehe, weil ich die Idee von diesem Zauberstabhändler irgendwie ziemlich cool finde. Gut bleibt der Film eigentlich nur, bis Horace Slughorn auftaucht, oder? Ich finde, da gibt es einen Bruch. Das ist dann wieder back to the roots. Das ist plötzlich wieder ein Kinderfilm. Die Figur ist extrem albern. Dumbledore wird extrem albern plötzlich. Ich verstehe, was du meinst. Horace Slughorn, aber eigentlich, das finde ich eigentlich noch ganz cool. Er tarnt sich doch so als Sessel oder so. Ja. Das finde ich noch sehr lustig, aber du hast recht, das ist natürlich wieder ein bisschen albern. Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Unterschied zwischen den Leuten, die irgendwie mit Harry Potter aufgewachsen sind und die irgendwie dann in die Filme einsteigen. Das in dem Moment greift mich das wieder komplett an meinen Kindheitserinnerungen und ich fühle mich einfach wieder in diese Harry Potter und diese magische Welt zurück und bin total happy in dem Moment, weil es einfach schön ist. Es sind einfach wieder diese magischen Momente, die einfach meine Kindheit verzaubert haben. Total. Also ich finde es spannend, dass du es gerade sagst, Bibi, weil ich habe auch gerade Niki zugehört und dachte mir so, ja, stimmt, es ist eigentlich irgendwie albern, wenn ich jetzt so drauf schaue, aber ich habe das, oder ich auch jetzt, ich verspüre das nicht als albern, weil es halt wirklich als Kind geschaut wurde und man sich in sein Kindsein zurückerinnert. Und ich weiß auch noch, dass ich dieses Buch tatsächlich auch ganz spannend fand, aufgrund dieser ganzen Romantik, die da auf einmal entstanden ist, weil wir ja genau in dem Alter waren, wo das bei uns quasi auch angefangen hat, mehr oder weniger. Und ich fand das total spannend, das zu lesen. Ich habe dieses Buch mal wieder komplett durchgesuchtet, weil mich irgendwie wahnsinnig interessiert hat, was mit Ron und Hermine passiert oder mit Ginny und Harry. Und also, ja, ich glaube, es ist wirklich so der Blick, mit dem man drauf schaut. Ich fand das tatsächlich sogar ganz, ganz schön damals und spannend. Und ist es immer noch? Ja, ist halt wirklich so. Das ist, glaube ich, auch so eine etwas, was man halt irgendwie, mit dem man auch zurechtkommen muss, wenn man das halt erst später sieht. Also, dass es ja bestimmte Geschmäcker dann schon gibt, die ausentwickelt sind. Das war zum Beispiel auch, als wir über die anderen Teile gesprochen haben, der fünfte, also der davor, ist zum Beispiel der, den ja Niki am besten fand, oder? Ja. Aber der fünfte ist auch richtig gut, das stimmt. Ja. Du hattest den fünften Film nicht gut? Das ist mein absoluter, also es ist wirklich mein am wenigsten gemochter Film aus der ganzen Reihe, weil ich einfach... Wow. Das ist auch der mit Professor Umbridge, oder? Ja. Ja, ich finde die Frau so fürchterlich. Ich kann die überhaupt nicht ab und die nervt mich wirklich den ganzen Film über. Ich finde das schrecklich. Ich überspringe den immer. Also ich von 1 bis 7, 2 durchschaut, den fünften überspringe ich. Bei mir ist das Nummer 2. Ach, ehrlich? Okay. Oh, das finde ich auch heftig. Ach, also ich meine, und das zweite Buch, das war auch das, was mir am wenigsten gefallen hat. Also und den zweiten Film, nee, das ist das, was ich überspringe. Den fünften finde ich immer noch ganz geil, weil es irgendwie auch so düster und so ist. Aber jetzt, Ja. Sind die anderen bei euch denn alle so auf einem ähnlichen Level? Weil ich habe auch schon dann noch Präferenzen, welche ich ein bisschen besser und welche ich ein bisschen schlechter finde. Also habt ihr einen Lieblingsfilm zum Beispiel? Auf jeden Fall. Also bei mir ist es 7-2. Weil da, oder der achte sozusagen, weil ich ein riesen Neville Longbottom-Fan bin, ist für mich der beste Mensch. und da wird er ja quasi so richtig zum Helden und hat ein paar richtig gute Szenen. Deswegen ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme und den ersten, weil der erste für mich so dieses wohlig-warme Hogwarts-Gefühl mitgibt. So dieses, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist es ein bisschen wie Weihnachten. Der erste Film ist für mich wie Weihnachten. Ja. Und Neville hat im ersten natürlich auch seinen Auftritt, ne? Ja, hat er. Sorgt dafür, dass Gryffindor nachher gewinnt. Ja, das stimmt. Also, der rote Faden ist Neville Longbottom, scheinbar. Ich mag den vierten tatsächlich sehr gerne. Ein Feuerkelch. Der hat, also irgendwie mir gefällt das mit diesen Häusern und diesem Weihnachtsball und der gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde, das ist so der letzte, der noch nicht so düster ist. Ja, total. Und ich glaube, deswegen der fesselt für mich so ein bisschen das Schöne aus den Teilen 1 bis 3 zusammen und macht so einen ganz guten Übergang in diese etwas düsteren Filme, die danach kommen. Und finde ich, verbindet irgendwie aus beiden Bereichen einfach dieses
ja, verbindet das ganz gut und da ist so eine ganz, ganz geile Kombi drin. Aber ich kann sie auch alle gucken. Ja, ja. Ich gucke sie auch immer alle. Also ja, ich auch. Spätestens, wenn es früher dunkel wird, so ab ja, Ende September, Oktober geht es wieder los und Weihnachten, kurz vor Weihnachten gucke ich dann den letzten. Ich höre tatsächlich die Harry Potter-Hörbücher immer zum Einschlafen. Und aktuell bin ich auch gerade bei 6. Also es ist herrlich. Es gibt nichts Schöneres zum Einschlafen. Also, ja, das ist die, also noch gelesen von Rufus Beck, ja, sind es die, ne? Total schön. Ja, legendär gut. Ja, also anmachen und die Träume sind gut. Obwohl, das stimmt nicht immer. Also ist für Niki halt auch super schwer. Das ist halt so eine Faszination. Das ist wirklich diese, jeder weiß, welche Hörbücher man meint, wenn man, es gibt nur diese Harry Potter Hörbücher mit ihm in der Dings. Ja. Als Sprecher und so. Das ist wirklich super. Also ganz toll. Mhm. Und dann ab und zu, finde ich, switcht man dann auf den Englischen, auf den Stephen Fry heißt Stephen der. Stephen Fry. Ja, ach, der hat dann auch noch so einen britischen Akzent dazu und dann ist praktisch völlig vorbei, ne? Also. Spielt er nicht sogar mit? Oh, das ist einer der wenigen der britischen Schauspieler, die nicht dabei waren. Der spielt bei der kleine genau, Hobbit mit. Ja. Aber nicht bei Harry Potter. Das ist ein Ding. Okay. Witzig. Was wir im Film auch sehen und was dann auch schon relativ früh am Anfang klar ist, ist, dass Draco Malfoy jetzt eine sehr große Rolle bekommt. Also ja, endlich mal, ne? Ja. Ich hatte mich schon gefragt, was du wohl dazu sagen würdest. Ja, ich habe mir hier Notizen gemacht, hier Draco wurde ausgewählt, endlich wird er mal wichtig. So. Und am Anfang ist noch diese Szene im Zug. Ist das die, ist das der fünfte oder sechste? Wo er Potter mal eben ins Gesicht tritt? Ja, das ist im sechsten Teil. Die Szene finde ich ja ganz schön. Ne? Die ist heftig, oder? Stimmt. Wo er unter diesem Tarnumhang liegt, ne? Und dann runtergezogen wird von ihm. Genau. Ist das, dann wird er gerettet von der Lovegood. Das ist der sechste. Das ist der sechste, glaube ich. Ja, das ist der sechste. Das ist da, wo doch Harry herausfinden will, ob er bei Voldemort praktisch, ob er ein Todesser ist. Ja, genau. Und da zuhört im Zug. Aber Niki, heißt das, du bist Draco Malfoy-Fan oder was? Endlich kriegt er mal eine große Rolle. Klingt so. Ich bin auch gerade gewundert. Nicht Fan, nein. Nein, nicht Fan, aber ich meine, in den ersten 5 Teilen, was hat er denn gemacht, außer Potter ständig ein Bein zu stellen? Ja, ist halt so ein kleiner Bulli. Das war seine Rolle bislang. Genau. Mhm. Aber er ärgert Neville Longbottom immer ziemlich hart. Ja, schon Fiesling. Dass dir das hart im Gedächtnis geblieben ist, habe ich mir jetzt fast schon gedacht auch. Ja. Das stimmt, ja, Draco ist halt, ja, er wird dann halt sehr, also er wird ja in diese Gemeinschaft quasi so reingeholt, sie sehen ihn ja auch in dieser Nocturngasse und er soll dann ja dieses Transportportal so ein bisschen aufmachen in nach Hogwarts rein. Und ich fand auch immer so ein bisschen so, ja, ich verstehe schon, er ist irgendwie der Sohn seiner Eltern und so, aber er wird auch für mich, innerhalb der Filme wird er sehr schnell extrem böse. Also ja, wo er ist ja gar nicht böse. Also ich bin tatsächlich, also Draco Malfoy rührt mich ja irgendwann an. Also so ab Ende Teil 6 und so bin ich irgendwie schon so, er ist doch ein Guter. Ja. Also innerlich. Ja, wo er Dumbledore nicht töten kann. Der ist einfach im falschen Umfeld aufgewachsen. Der wird halt krass instrumentalisiert, ne? Ja. Also von seinen Eltern und von Voldemort. Und man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das keine bewusste Entscheidung von ihm ist, sondern dass er einfach nur mitläuft, weil er zu viel Angst hat, in eine andere Richtung zu gehen. Ja, also wie gesagt, also ich finde, aber diesen Plot-Twist, den mag ich ja auch, dass er eigentlich, also ne, er ist zwar irgendwie ein krasser Mobber und nicht der netteste Typ, aber dass er in sich doch ein guter Mensch ist. Und er ist ja dann auch der Grund, wieso Snape diesen Schwur eingeht, ne, mit der Frau Mama von Draco. Ja, mit Narcissa. Wo dann quasi uns weisgemacht werden will, dass Snape der Böse ist. Mhm. Ja, das ist auch das erste Mal, wo wir das sehen, oder? Dass er mit den Todessern abhängt. Also ich glaube, in den Filmen ist es das erste Mal. Ja. Und das ist schon, ich finde die Szene aber auch, okay, jetzt sind wir wieder bei den ersten 20 Minuten, aber ich finde die Szene auch ziemlich cool. Also weil so Bellatrix besteht halt dann drauf und man sieht ihm halt so kurz an, wie er so ich werde halt sterben, wenn es nicht klappt. Ja, genau. Aber so habe ich der unbrechbare Schwur ist das doch, ne? Dass du quasi stirbst. Ja, genau. Ja, genau. Und das finde ich auch schon sehr extrem, finde ich es aber auch einfach ziemlich cool, weil es halt auch irgendwie geil aussieht, wie sie sich da die Hand geben und dann wird er gezaubert und so. Ja. Und das finde ich schon auch sehr. Und man glaubt ja auch wirklich, dass er böse ist, ne? Also total.
da ist, der hat halt einfach null Sympathie in dem Moment. Ja. Und das, wo man ja eigentlich noch, also klar, als auf der Seite von Harry Potter, ist man vielleicht jetzt auch nicht der größte Snape-Fan, aber ich finde ihn halt auch in dem Teil davor, wo er eben dieses Training gibt und so, da ist man schon so ein bisschen auf seiner Seite, weil man dann ja auch so ein bisschen versteht, ah ja, okay, es gibt auch Gründe, warum er den Harry Potter nicht mag und so. Also das ist schon gut gemacht und dann ist er jetzt plötzlich dann wirklich ein Todesser im weitesten Sinne. Also ja. Ja, ist überrascht, ne? Total. Dann bekommen wir zum ersten Mal das Buch zu sehen, das Zauberbuch des Halbblutprinzen und damit den Titel des Films. Und ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil wir haben eigentlich bisher jedes Mal darüber diskutiert, warum der Film so heißt, wie er heißt. Und bei einigen Harry Potter Filmen funktioniert das halt super gut, weil es nachvollziehbar ist so. Aber beim Halbblutprinz erschließt es sich im Film vielleicht nicht so direkt, ob das jetzt wirklich das Wichtigste ist an diesem Film, dieses Buch. Naja. Ja, das wir erfahren halt auch erst, nachdem Dumbledore gestorben ist, was es damit auf sich hat. Also die letzten 3 Minuten vermutlich. Ja. Ja, das ist halt, finde ich, so ein bisschen einfach so dieses, was ja auch in den Büchern irgendwie so viel zwischen den Sachen passiert, ne? Da passiert ja so viel mehr. Und aus dem Buch heraus hätte ich gesagt, ja, macht total Sinn, weil das irgendwie so der rote Faden durch das Buch ist. Und für den Film macht es aber tatsächlich einfach keinen Sinn, weil so diese ganzen Zwischenstimmen einfach fehlen. Also sehe ich auch total so. Total. Vor allen Dingen, weil es halt auch so klein nur aufgelöst wird, ne? Das ist irgendwie so dieser kurze Moment. Ja, könnt ihr mir kurz erklären, was denn der Halbblutprinz ist? Also von welchem Adel sprechen wir hier und was ist das andere Blut und überhaupt? Also die Mutter von Severus Snape heißt Eileen Prince. Und dementsprechend ist er ein halber Prinz. Oh, das war's. Und das hätte man nicht in dem Film zeigen können. Also deswegen hat er sich halt selber den Spitznamen so gegeben, ne? Das ist. Ja, verstehe schon. Ja. Und war nicht auch, ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber ist nicht der Vater von Severus, ist doch auch ein Muggel? Und genau, und deswegen ist er halt auch so. Halbblut. Genau, ist er auch so stolz auf seine Zugehörigkeit zu der Prince-Familie. Genau. Und ich glaube, der Vater war sowieso auch ganz schrecklich. Also. Ja, und das ist irgendwie auch das, was im Film dann, also ja, er sagt zwar, ich bin der Halbblutprinz, aber warum? Also, deine Frage ist völlig berechtigt, Niki. Es ist halt, warum Halbblut? Also, ja. Vorher gibt es ja in den Filmen auch nur diesen Schlammblutbegriff, der ja so dann so leicht rassistisch quasi einfach benutzt wird unter den Zauberern und Reinblüter und so. Das kommt alles nochmal so rein. Aber dieses Halbblut, das ist halt Snapes, ja, Art damit umzugehen, dass er im Endeffekt keine Eltern hat, die beide Zauberer sind, so. Und das erzählt er halt nicht. Das wäre jetzt aber auch vielleicht noch ein Satz irgendwo gewesen, der halt, den er vielleicht auch noch hätte sagen können oder der in diesem Buch drin steht oder so. Also ja. Das fehlt halt komplett und das ist echt schade. Aber das ist so lustig, weil mir ist. Es wäre auch untypisch, oder? Es wäre auch untypisch, wenn er gesagt hätte, dass er ja sozusagen nicht ein Reinblut ist und kein voller Zauberer. Deswegen, ich glaube, es kann eigentlich, im Buch wird das ja über seine Hintergrundgeschichte erzählt, aber es wäre untypisch, wenn er es selber erzählen würde. Das würde überhaupt nicht zu seinem Charakter passen. Okay. Aber ja, auch erst im siebten Band wird ja erst das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund. Sein Hintergrund erklärt, ne? Genau, genau. Aber es ist so lustig, weil praktisch diese Frage hätte ich mir niemals gestellt. Deswegen ist es sehr lustig, dass du praktisch so irritiert davon bist. Total spannend. Ja, soweit ich mich an das Buch vom Halbblutprinzen erinnere, ist es auch so, dass er, glaube ich, noch so ein bisschen, also im Buch forscht er auch, glaube ich, noch so ein bisschen nach. Also er versucht schon herauszufinden, wem eigentlich das Buch Hermine gehört. Hermine versucht das, ihm das ist es relativ wurscht. Ja, sagen, stimmt, genau. Ja, Harry ist das egal. Genau, er glänzt einfach nur und Hermine sagt Hallo. Ja, stimmt. Auch eine Dynamik, die ich eigentlich auch ganz süß finde im Film. Also, dass sie dann immer so rüberguckt, so auf seinen Dings, wie er da halt irgendwelche Tricks macht, die halt nirgendwo stehen. Das gefällt mir schon ganz gut eigentlich. Ja, das ist süß. Vor allem schön, dass er einmal richtig gut ist, ne? In diesem Fall. Ja. Und das ist, finde ich, tatsächlich etwas, was im Film total schön rüberkommt, ist diese Verbindung, finde ich, zwischen Hermine und Harry. Also ich finde, die wird
viel schöner, also viel, viel liebevoller thematisiert, als sie irgendwie in den Büchern ist. Also wenn wir davon irgendwie gerade kommen, also die irgendwie eine, wie er sie da irgendwie in den Arm nimmt, als sie dann so traurig ist, als Ron mit Lavender abzischt. Da ist irgendwie, also ich finde tatsächlich, dass im Film dort mehr Gefühle bei rüberkommen als im Buch, wo sie noch irgendwie sehr, sehr zurückhaltend sind und mehr auf so einer, ja, halt so einer kindlichen Freundschaft unterwegs sind. Und im Film kommt mehr Liebe. Ja, ich finde auch, dass die Filme tatsächlich eine engere Freundschaft zeigen, als man das im Buch so lesen kann. Also es wird einfach durch die Bilder und auch durch die beiden Schauspieler total stark, weil da einfach so, ja, es ist eher so eine Geschwisterbeziehung beinahe, ne? Ja, da ist halt viel mehr Wärme in der Beziehung. Also die wahrscheinlich im Buch irgendwie, also im Buch ist es viel, viel, also kriegt man ja viel mehr mit, aber im Film kommt die Wärme. Obwohl ich gerade, Vivi, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass Jan und Niki sich gerade so denken, ja, komm, wir haben jetzt irgendwie einmal gesagt, das ist irgendwie so ein Kitschfilm und jetzt freuen wir beiden uns da total drüber und sind so, ja, da ist viel mehr Wärme drin. Und die beiden sind so, nee, die ersten 15 Minuten waren super, das ist richtig dunkel. Ich finde es auch richtig cute, weil es natürlich auch völlig unterschiedliche Qualitäten sind, die man dann da auch aus dem Film so rausholt, ne? Weil das stimmt. Ich finde es auch ziemlich rührend, wie sie dann da immer so sind. Die Szene ist auch sehr gut gefilmt, wo sie auf dieser Treppe sitzen. Ja. Und dann so rausgehen und sagen so, ja, das wird schon wieder, das ist alles nicht so schlimm. Und er gesteht ihr in dem Moment, das ist glaube ich auch im Film, was im Film als nächstes passiert, ist, dass er ihr das mit Genie erzählt. Also, dass sie da irgendwie miteinander anbandeln. Und das finde ich aber auch eigentlich, ich finde das ziemlich süß gelöst, aber ich kann halt auch total verstehen, dass diese ganze Geschichte mit Lavender, die ja jetzt auch vorher nicht so super wichtig war, und Ron, dass das halt, das bringt dann den Plot nirgendwo hin. Es bringt halt die Figuren nach vorn, aber über die Geschichte selbst braucht man an der Stelle ja nicht reden, weil das halt wirklich sehr, ja, es dauert sehr lang, bis es dann wieder nach vorne geht, so, das stimmt schon. Ja, ja. Das ist auch sehr überspitzt, finde ich. Also, das ist so absichtlich extrem überspitzt. Ich finde, diese ganze Beziehung zwischen ihm und Lavender ist extrem pink, wenn ich dem Ganzen eine Farbe geben sollte. irgendwie so. Und der Rest des Films ist eher tatsächlich in so einem, ja, in so einem Grau, so ein bisschen eingetrübt auch, ne? Und ich finde irgendwie, das sticht so raus und irgendwie ist das, also, die Betonung, die es bekommt, hat es nicht gebraucht, finde ich. Ja, obwohl es ja auch diesen, also diese ganze Liebesbeziehung, die sie dort irgendwie alle haben, finde ich, das macht ja auch so ein bisschen aus, ne? Die werden halt irgendwie 16, auf einmal sind die dort irgendwie ein bisschen mehr aneinander interessiert. Ja, und das ist, also irgendwie hat das schon für die Figuren an sich, finde ich das schon irgendwie, hatte das so seinen Sinn. Aber im Gegensatz dazu, ich finde Rons und Lavenders Liebesbeziehung wird viel zu krass thematisiert. Und dann finde ich, im Film ist Ginnys und Harrys Beziehung ungefähr so aus dem Nichts küssen die sich und fertig. Und das finde ich, das ist halt der absolute Fail. Ich finde, Ginny mag ich so unfassbar gerne aus den Büchern und ich finde die richtig toll von der Figur. Und dann im Film wird so, oh ja, und dann geben die sich dort so einen unschuldigen Kuss und fertig. Und das war's. Und irgendwie so diese ganze Coolness, die Ginny in den Büchern hat, ne, da ist sie irgendwie gefühlt so einfach eine richtig, richtig coole Person, ist einfach nur so im Film voll, nee. Da finde ich die richtig lame im Film. Also deswegen. Der kommt auf jeden Fall sehr kurz, ja. Stimmt. Ja. Ist das nicht auch so, dass das, ist es nicht auch so, dass es Harrys erster Kuss war? Nee, der hat auch also schon mit... Nein. Daniel Radcliffe? Mit Cho. Das ist aber auch in der Kamera ziemlich weird, finde ich. Und der mit Ginny ist auch ziemlich weird. Ja, aber der mit Cho Chang, das war noch okay, ne? Das war okay weird, weil es halt so bei den beiden noch so unschuldig war. Und, keine Ahnung, jetzt irgendwie so... Es war halt schon wieder so eine super unschuldige Situation. Und wenn man sich halt irgendwie weiß, dass Ginny vorher irgendwie offensichtlich kein Kind von Traurigkeit war, dann kommt das so ein bisschen weird rüber. Das wäre halt für den Film auch geil gewesen. Ja, total. Ja, voll.
Mit wem war sie vorher zusammen? War das mit Dean? Ja, mit Dean Thomas, genau. Ich meine, da, das wird ja einmal ganz kurz gezeigt, aber auch das ist halt irgendwie so, also Ginny ist halt ja irgendwie so eine der coolsten. Und dann, ne, irgendwie, wenn sie da Ja. was von ihrem Tattoo und so diese ganzen Späße, die sie im Buch macht, und dann im Film ist so, ja, hey Harry, ich zeig dir, wo du dein Buch verstecken kannst. Oh, Kuss, fertig. Und dieses komische Flirten vorher in dem Haus der Weasleys ist halt auch so, ja. Stimmt. Also es ist, als ob sie beide 12 Jahre Ja, alt wären. So. stimmt. Ja, diese komische, Super, super schüchtern. ja, auch diese Ja, komische total. Szene da an Weihnachten, ne, wo sie sich da irgendwie neben ihn setzt und so, es ist so, und dann, keine Ahnung, Ah, ist dieses, ganz ihm die unangenehm. Schuhe zumacht ja, oder so. stimmt, um Ja. Gottes Willen, oh ja, Oh ja, da habe das ich ist richtig super weird. Fremdscham in dem Moment, Ja. ja. Ja, das Also im ist fünften schon. Teil fand ich sie aber richtig cool. Ja, stimmt, Ne, wo in der Halle sie, der ja. Prophezeiungen, und da hat sie ja die Todesser quasi alleine Ja, fertig das gemacht. stimmt. Ja, und das ist ja irgendwie im Sechsten ein bisschen weird. Also die Liebesgeschichten lassen auf jeden Fall zu wünschen übrig, sind auf jeden Fall alle sehr unorganisch, und vielleicht ist Nickys Problem auch, dass dass Lavender Ron beim Quidditch sieht und ihn deswegen Ja. gut findet. Ja, für euch Ja. beide, ich finde diese Quidditch-Szenen ganz, ganz furchtbar. In jedem Teil. Ich kann die Warum? nicht sehen. Sie Warum? sehen einfach furchtbar aus. Richtig schlecht gemacht. Also ich finde es, ich kann sie mir einfach nicht Aber die angucken, werden doch weil sie von wirklich Film so zu schlimm sind. Film werden die doch besser. Das finde ich ja Bisschen, ja. Und hier waren sie, also ich habe mir aufgeschrieben, die erste Quidditch-Session ist ja eine Trainingssession. Und die zweite ist auch Gott sei Dank sehr, sehr kurz, und damit hat sie es auch. Und ich war sehr froh darüber. Wir sind uns sehr uneinig Wow. darüber, weil ich finde, im ersten und zweiten Teil sieht es jetzt auch so von der Filmografie her und von den Special Effects sieht es ein bisschen billig Ja, aber aus. wenn man sich überlegt, Aber ich wann finde es das, später wann super der Film cool. gedreht wurde, das ist halt 20 Jahre Ja, her. genau. Ich Das weiß, absolut. ist. Aber genau, aber dann hätte man diese Szene auch weglassen können, weil man lässt ja auch so andere Sachen, so wahnsinnig viele andere Sachen weg. Aber Quidditch bringt einen Also, auch nicht weiter. Auch. nein, ja, also, nein. Das ist voll, hey, Doch. ganz ehrlich, Das ist gerade so echt. diese Kämpfe zwischen den Häusern, ne, so dieser Wettbewerb, das ist doch das, was es nachher irgendwie so super spannend macht, wo auf einmal so dieser Moment kommt, dass man irgendwie alle, also ich wollte unbedingt in so einem Haus sein, weil ich einfach auch Bock hatte, da gemeinsam mit meinem Haus irgendwas Geiles zu feiern und irgendwie gegen andere Häuser anzutreten, ne? Das war so ein bisschen, hat das so, also ne, so ein kleines, damals, ich weiß nicht, ob ihr damals in der 1A oder in der 1B wart, in der ersten Klasse, aber ne, es hat sich so, es war so ein bisschen, ne, so man sich dachte, und Zwielicht. wir haben irgendwie so ein bisschen gegen die 1B gehatet und 1A, es gab nichts Schon Besseres, wahr. aber ne, irgendwie so, wie krass das einfach auf eine andere Ebene gehoben worden wäre, wenn wir einfach 1A gegen 1B Quidditch gespielt hätten. Ja, das wäre schon geil gewesen. Ich finde es auch total spannend, Niki, weil du irgendwie ganz anders auf diese Filme guckst und auf diese Story. Und es ist irgendwie so, also du kannst Quidditch nicht aus diesen Filmen rauslassen, selbst, also egal wie schlecht es ist, weil das ist so ein elementarer Bestandteil von dieser Geschichte. Und Von der ganzen deswegen, also ich Welt finde es immer auch. total geil. Ja, voll. Deswegen, ich finde es total spannend, wie du irgendwie, du schaust, glaube ich, so vielleicht einen Ticken objektiver drauf, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil wir sind echt so, also, ja, Fan-T-Shirt-Träger, so ungefähr. Merkt das schon. Ja. Lustigerweise fängt der eigentliche Plot des Films fängt erst relativ spät an, nämlich wenn Dumbledore und Harry zusammen diese Vergangenheitsreisen machen durch das Denkarium. Und da zeigt er ihm ja diese Erinnerung erstmal, wie er Tom Riddle in diesem Waisenhaus getroffen hat. Also den jungen, ja, also den sehr jungen Voldemort. Ganz niedlich ist der im Und Film. ja, total. Niki, wie fandest du diese Szenen denn eigentlich? Ja, die fand ich super. Also man fährt endlich mal was von Voldemort. Das ist, glaube ich, auch mein Problem von Teil 1 bis 4,5. Dass die eigentliche Story Potter gegen Voldemort halt überhaupt nicht stattfindet. Und hier nimmt das Ganze mal endlich Tempo an. Also die fand ich echt, also man erfährt auch wahnsinnig viel, auch wenn es dann eine Fake-Erinnerung ist, von wegen, was das eigentliche Ziel von Voldemort ist. Man erfährt einfach unglaublich viel, was die Story weiterbringt. So, und das war, ja, vielleicht mein einziger positiver Punkt Teil 6. Und das ist Cool. eigentlich dann auch, ja,
Sorry. Achso, ich wollte nur gerade sagen, in dem Buch, und das fand ich nämlich im Buch so geil, wird es noch viel, viel weiter ausgerollt. Da gibt es noch die Hütte der Gaunts und warum eigentlich dieser, das ist der Ring, der da bei den Gaunts liegt, ja, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube wohl. Genau, und da wird noch viel weiter ausgeholt. Also im Buch ist das, finde ich, auch mitunter die spannendste Stelle, aber halt noch viel detaillierter über die Geschichte von Voldemort und wie er eigentlich aufgewachsen ist und welchen Familienhintergrund er hat und so. Das wird echt gut im Buch eingeflochten. Ja, und das ist auch der, ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt, den ich am Halbblutprinzen habe, an dem Film, ist, dass er halt Zeit, ich sag nicht verschwendet, aber Zeit verwendet für diese Liebesgeschichten, die so mittelmäßig irgendwo hinführen und dafür halt zum Beispiel die komplette Vergangenheit von Voldemort, von Tom Riddle ja streicht, weil der hat ja auch noch einen Vater, der halt super gewalttätig war zum Beispiel, und es gibt auch diese Szenen, wo sie auch in die Erinnerung von Tom Riddle selber reisen, wie er quasi aufgewachsen ist mit seiner Familie in dem Haus und so. Und das ist zum Beispiel sowas, das finde ich halt super geil. Du meinst von ihr, von der Mutter mit dem gewalttätigen Vater. Ach ja, genau, stimmt. Es sind gar nicht seine, genau, sondern die Mutter. Genau. Ja, einmal das. Und ich finde, die ganzen Szenen weggelassen und dann das Allerschlimmste, und das finde ich wirklich dramatisch schlimm, und das ist mein größter Kritikpunkt an diesem Film, dann sich halt einfach Szenen auszudenken, die gar nicht im Buch sind. Und die einen überhaupt gar nicht weiterbringen. Wie dieser scheiß Abfackeln des Fuchsbaus und dass die Todesser dort auf einmal alle den Fuchsbau angreifen. Ich meine, was für ein Bullshit. Wozu brauchen wir denn die Szene? Die hat überhaupt nichts mit dem Plot zu tun. Die bringt ja weder Spannung noch sonst irgendwas mit rein, aber dann dafür andere Sachen weglassen. Also da war ich richtig böse, als ich das gesehen habe. Die Szene ist nicht im Buch? Nein, die ist nicht im Buch. Nein. Das bringt uns ja wirklich nicht weiter. Nein, aber null. Finde ich ja krass, dass sie nicht im Buch ist. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Also was war der Gedanke dahinter, diese scheiß Szene da mit reinzubringen? Weil, ne, also bringt uns ja wirklich nicht weiter. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht fluche. Ja, es erklärt ja auch so ein bisschen, warum Voldemort ja eigentlich auch so einen Hass gegen Muggel hat. Das ist ja auch so eine Grundmotivation von ihm. Und das ist doch auch so, dass seine Eltern auch so eine, ich glaube, das sind seine Eltern, und dann gibt es noch einen Onkel oder so, der, glaube ich, Zauberer ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch, aber es gibt so in der Familiengeschichte gibt es diesen Konflikt zwischen Magiern und Ja, Wissen. Genau, und wer die sich ja so als so krass, also als die absoluten Reinblüter und, keine Ahnung, sozusagen so ein bisschen royal empfinden. Ja. Und Das ist diese Familie der Gaunts, ne? Die von Slytherin abstammen. Also sozusagen so die royalste Familie für jemanden, der Slytherin gut findet, die man sich so vorstellen kann. Und damit prahlen die halt immer, ne? Und das ist so ein Teil seiner Familie. Ja, und halt diese absolute... Ja. Seine Mutter, ne? Mhm. Ja, und dieser absolute Hass gegen Muggel, und dann halt auch noch der Vater ein Muggel, ne? Der seine Mutter da im Stich lässt, also... Ja. Also das ist auf jeden Fall richtig krass erklärt. Und zum Beispiel, ich weiß auch, Niki, vielleicht erinnerst du dich auch besser dran, aber der Ring, den Dumbledore am Finger trägt, den er ja auch zerstört, und wenn der seine Hand dann so schwarz werden lässt und so, das ist ja zum Beispiel auch, der gehört halt dieser Familie. Und das ist ja auch so ein Punkt, der, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so schwer, das zu erklären. Also, dafür musst du ja jetzt keinen... Ja, das ist halt so... Und im Film sitzt sie halt einfach mit dieser schwarzen Hand da, und du guckst die ganze Zeit drauf und denkst dir so, naja, jetzt... Erzähl doch mal, was ist da passiert? Und was passiert da? Aber das ist schon krass. Also, genau, das ist das. Mir ist es noch nie aufgefallen. Das ist dieser Ring von. Sag du? Nee, mir ist es noch nie aufgefallen, dass man einfach theoretisch, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, die Filme gar nicht versteht. Das ist schon abgefallen. Also es gibt Teile, die man nicht. Man versteht sie, glaube ich, schon. Genau, man versteht sie halt schon, aber so ganz viele Sachen kommen halt so wahllos daher und völlig, völlig. Unverständlich. Ja, also, oder auch so mit Fragezeichen verbunden, ne? Also, ja, genau. Also war mir gar nicht so bewusst. Was im Film auch eine große Rolle spielt, sind die verschiedenen Versuche von Draco, Dumbledore umzubringen, die teilweise auch ganz schön brutal sind, hatte ich so das Gefühl. Also es gibt ja einmal diese Szene mit dem Amulett, was er ihm dann schenken will, und dass er Katie Bell dann in dieser Schneelandschaft dann umhat. Stimmt. Und die hat ja richtig...
Also das ist ja nicht, die schläft irgendwie ein oder so, sondern die hat ja richtig Schmerzen und zittert dann und das irgendwie wird auch in die Luft geschleudert oder so. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch relativ krass. Und auch dieses vergiftete Getränk, was ja Slughorn dann am Ende bekommt und Ron trinkt. Genau. Aus Versehen, glaube ich, ne? Genau, ja. Das ist auch heftig. Also der Draco gibt sich auf jeden Fall alle Mühe, das möglichst fies auch über die Bühne zu bringen. Ja, wo ich finde, dass das eigentlich so stümperhaft, ne? Also, das ist eher so ein bisschen verzweiflungsmäßig. Wenig elegant, ne? Wenig elegant, ja. Ja, aber da kommt dann auch wieder sein Charakter durch, ne? Dass er eigentlich nicht der Böse ist, weil am Ende steht er ihm ja wirklich gegenüber und könnte ihn mal eben platt machen. Bringt es aber auch nicht übers Herz. Ja, und das, finde ich, kommt im Film tatsächlich gar nicht so krass rüber. Also, dass er da so richtig zögert. Ich finde, das ist auch im Buch noch mal genauer beschrieben. Ich fand nachher im Film, aber es ist gut, dass du es sagst, Niki, offensichtlich kommt das genug rüber. Für mich hat es gereicht, weil er dann quasi, ist er, dann kommt auch Snape und reißt die Szene an sich und macht das halt selbst. Ne? Ja, das stimmt. Da ist zum Beispiel auch so eine Szene, die ich jetzt auch leider besonders schwach finde, kommt dann auch relativ schnell, ist diese Geschichte mit dem Liebestrank. Ja. Das ist ein bisschen grenzwertig, ne? Ja, oder? Schon. Ja. Also so Thema Roofies also, oder so? Auch da. Ja, ich wollte gerade sagen, aber auch da, ne, wenn du in dem Alter von denen im Kino bist, hast du hoffentlich noch nichts damit oder noch keine Berührung damit gehabt und deswegen verstehst du das nicht. Unter heutigen Gesichtspunkten guckst du drauf und denkst, okay, geht gar nicht, was ist denn das? Aber damals hat man das irgendwie nicht so richtig verstanden. Das war dann irgendwie so, ich meine, wo in jedem Kinderfilm hattest du irgendwie mal einen Liebestrank, ne? Ich glaube, auch bei Bibi Blocksberg hast du einen Liebestrank oder du wirst irgendwie verhext. Also eigentlich ist das relativ normal, aber irgendwo zwischen sehr, sehr kindlich und geht irgendwie gar nicht, finde ich, pendelt sich diese Szene ein. Ja, wohl, wenn man sich das mal überlegt, ne? Also die sind da alle 16 in dem Film, ne? Dafür sind die alle ganz schön harmlos. Aber sie sind auch auf dem Internat. Also außer Lavender, die gibt es nicht. Ja, die richtig Gas, ja. Ja, das ist schon komisch. Und dann, ich finde auch die Reaktion von Slughorn so merkwürdig. Das habe ich irgendwie, das erschließt sich mir im Film halt auch nicht so richtig, wenn Ron dann vergiftet wird und er dann so daneben steht und nicht weiß, was er machen soll. Also ich meine, er ist ja schon der Tränkelehrer. Und dann nicht so eine Vergiftung jetzt irgendwie mal spontan heilen zu können, dass Harry das dann machen muss und so. Ja, das fand ich auch. Also, das habe ich auch nicht. Das war auch wieder einer der Punkte, bei dem ich mir dachte, ist das im Buch vielleicht anders oder besser erklärt? Weil ich habe die Szene auch nicht verstanden. Nee. Wieso wird er so panisch? Der Slughorn ist so ein bisschen auch so ein Hochstapler-Typ, den Dumbledore ja auch nicht einstellt, weil er so gut ist in Zaubertränke, sondern den er ja einstellt, weil der die Erinnerung hat an den jungen Voldemort. Und von daher ist das, glaube ich, eher so die Story dahinter. Und dieser Typ, dieser Slughorn, ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Hochstapler irgendwie. Also so richtig Zaubertränke, also der ist schon gut, aber so richtig gut Zaubertränke kann er, glaube ich, nicht. Weswegen Snape ja auch völlig ausrastet, wenn der um die Ecke kommt. Oh. Ja, ist mir so auch nicht aufgefallen. Aber klingt sehr sinnvoll. Snape ist in diesem Teil ja auch das erste Mal oder erst endlich mal ist er Verteidigung gegen die dunkle Künste. Der Lehrer, was er schon immer sein wollte. Obwohl ich das tatsächlich so. Das finde ich auch eigentlich ziemlich süß. Nicht, oder? Er mag den Slughorn nicht, oder? Aber ich finde, das ist irgendwie Bullshit. Oder ist das, weil er seine Stars sammelt? Ich weiß nicht, aber finde ich das auch Bullshit von der Storyline, dass Snape unbedingt Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrer sein möchte. Das habe ich tatsächlich nie so richtig verstanden, weil der doch schon immer so Zaubertränke und das fand er mega geil und der war richtig gut da drin. Warum sollte der eigentlich Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten wollen? Nur weil er dort irgendwie so ein bisschen so eine Sympathie Richtung dunkle Künste hat? Also, das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Ich habe das so verstanden, weil er dadurch die Hogwarts-Schüler daran hindern kann, die Verteidigung eben zu lernen gegen die dunklen Künste. Weil er eigentlich erstmal auf dem ersten Blick ein Todesser ist. Also um Voldemort sich da ein bisschen mehr einzuschleimen. Also, ja, jetzt. Gar nicht schlecht.
Hätte man so lesen können, das stimmt. Aber ja, irgendwie finde ich, erschließt sich mir das nicht so richtig. Also jetzt so mit dem Blick drauf, ne? Aber mit dem Blick da drauf, dass der ja eigentlich nie richtig, also dass der ja eigentlich zu den Guten gehört, war es irgendwie seltsam. Dann kommt eine meiner Lieblingsszenen relativ schnell. Also dann ist ja diese ganze Geschichte mit, er sagt dann im Schlaf, sagt Ron dann Hermines Namen und dann ist Lavender beleidigt und läuft weg und so. Und das ist auch alles so ganz doll cheesy, aber... Aber sie ist weg, kann man das war halt, so großartig. Halt, sie, ich will, dass die anderen zusammenkommen. Ja. So. Und dann gibt es aber eine sehr, sehr coole Szene, die ich sehr mag. Das ist nämlich der Kampf von Draco gegen Harry. Das finde ich wirklich ziemlich cool. Also auch, wie sie dann erstmal sich so vorsichtig duellieren und wo es dann aber auch schon, es eskaliert auch. Also man hat so ein bisschen da auch das Gefühl, okay, jetzt geht's richtig ab und Harry weiß schon ganz genau, das ist der und so. Und das finde ich echt ziemlich geil, muss ich schon sagen. Hat mir gut gefallen. Jetzt muss ich mal eben nachfragen, weil im Buch ist das ja tatsächlich so, dass der Draco ja auch einen unverzeihlichen Fluch benutzen möchte, aber halt nur den Fluch, um Harry zu quälen. Und im Buch und im Film fängt er ja an, irgendwie Avada irgendwie zu sagen, richtig? Mhm. Und das finde ich ist halt irgendwie, das finde ich ist auch so ein Unterschied von Buch und Film, den ich nicht nachvollziehen kann, weil im Buch will er Harry ja gar nicht umbringen. Und im Film wird suggeriert, dass er Harry umbringen wollen würde. Und das ist halt, finde ich, das, also es braucht es halt eigentlich nicht. Ich finde auch, und genau, weil irgendwie, ich finde, im Buch war das auch so, dass ich irgendwie die Reaktion, das war doch dieser Sectum Sempra-Fluch, den Harry ihm dann auf den Hals hetzt, ne? Und das fand ich im Buch ziemlich heftig, muss ich sagen, wo ich so dachte, hoppala, wo kommt denn diese Bösartigkeit auf einmal her? Klar, einer der, der Cruciatus-Fluch ist natürlich irgendwie auch nicht so cool, aber ich finde, wenn du das gegen Avada Kedavra, Avada Kedavra vergleichst, denkst du dir so, okay, fair enough, aber gegen den anderen dachte ich mir so, hoppala, das fand ich richtig böse, also ich finde diesen Fluch auch turbo böse. Der ist ganz eklig. Sectum Sempra heißt der, oder? Ja. Wir hatten das jetzt auch schon öfter, dass wir so ein bisschen auch im zweiten Film ist ja auch so ein bisschen, das ist sehr, sehr düster für so einen Kinderfilm und teilweise ist Harry Potter auch in dem Film unglaublich brutal und man sieht natürlich jetzt nicht so genau was mit, also man sieht es schon, aber es ist jetzt nicht so übertrieben blutig, aber der Fluch ist schon heftig, also der, obwohl doch, er blutet schon in dieses Wasser rein, ne? Ja. Er liegt doch der Ohrkörper blutet quasi aus. Ja, ja, stimmt, ja. Und ich glaube, in den Büchern wird es halt auch so beschrieben, dass er tatsächlich auch irgendwie fast seinen Arm verliert oder so. Also es ist wirklich dieser Fluch teilt auf jeden Fall, schädigt auf jeden Fall wie so eine Klinge, schädigt er, glaube ich, Menschen. Das ist schon abgefahren. Es ist schon echt brutal. Ja, das ist echt heftig. Ja, es wird immer brutaler. Aber ich finde das auch echt cool gefilmt, weil ich mag dieses, ja, es klingt jetzt komisch, ich mag dieses Toilettensetting, also es hat so ein bisschen was von so einem Horrorfilm, finde ich. Und dann ist es halt auch so geil mit Gegenlicht, steht er da so wie so ein Schatten, steht so Draco vor dieser Fensterfront und dann zaubert er halt und das ist schon... Ist das eigentlich die Toilette der maulenden Myrte? Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Ist ja, ne? Es, weil doch da vorher doch, sorry, Niki, schon wieder im Buch. Alles gut. Doch der Harry Draco doch überrascht, weil er da gerade weint, vor der maulenden Myrte. Richtig, die wird weggelassen, ja. Oh. Genau. Und praktisch die beiden unterhalten sich immer. Und er, Draco findet halt bei der maulenden Myrte, findet er halt Trost. Okay. Was dann im Film auch als nächstes passiert, ist, ja genau, dann kommt der Kuss zwischen Ginny und Harry, aber das ist alles so, okay. Aber dann ist es so, dass Harry trinkt dann das Glücksserum, was, glaube ich, auch, heißt das Vita, nee, warte mal, wie heißt Felix das? Felix Felicis. Wow, sehr gut. vielen Dank. Genau, das trinkt er und dann fällt ihm quasi, also ihm fällt halt alles zu. So, das ist quasi die Wirkung dieses Tranks. Und ich war mir nicht so ganz sicher, also ich finde es okay im Film, aber ich hatte im Buch hatte ich nochmal so ein bisschen mehr so diese Introspektion. Also es wird quasi beschrieben, wie dieses Gefühl zu ihm kommt, dass er jetzt da und da hingehen muss und so. Und ich weiß nicht, Niki, wie fandst du das im Film gelöst? Aber du hast schon auch, das wird ihm alles so, dass das alles quasi durch diesen Trank kommt, dass alles ihm so zufliegt, das wird schon klar, oder? Ja, aber das wird schon klar, aber ich
wenn ich mich jetzt nicht irre, führt dieser Trank ja auch dazu, dass er von Slughorn die richtige Erinnerung bekommt. Mhm, oder? Genau. Das heißt, dieser Glückstrank, den Harry nimmt, der hat Einflüsse auf andere Personen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also wenn er jetzt unter einer Treppe durchgeht, unter einer Leiter durchgeht und ihm fällt kein Dachziegel auf den Kopf, das würde alles noch Sinn machen, ja, weil er hat ja das Glück gepachtet. Aber dass es dann auch Einfluss hat auf andere Personen, fand ich dann irgendwie strange. Was natürlich im Endeffekt den meisten Einfluss hat, ist ja nicht der Trank selber, sondern das, was Harry dann tut. Ne? Also ja. Er hilft ihm dann und dann macht er noch hier schöne Erinnerungen und dann betrinken die sich ja doch noch sogar. Also Slughorn und Hagrid machen sich dann noch in der Hütte voll und so. Genau. Und dann ist er quasi in dieser Mut, dass er ihm das dann erzählt. So, ich glaube, so funktioniert es eigentlich. Ja, ich glaube, er wusste halt einfach, welche Knöpfe er drücken muss. Also aufgrund dieses Tranks. Mhm. Okay. Ja, und so kommt er dann quasi dahinter. Okay, die Horcruxe. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, Dumbledore weiß schon Bescheid. Er muss es ja wissen, oder nicht? Hat er nicht schon den Ring zerstört? Also ich meine, dass es praktisch einfach für Dumbledore ging es so ein bisschen darum, dass Harry diesen Erkenntnisprozess hat. Also dass er sich dieses Ganze selber erarbeitet, um einfach Voldemort nachher viel, viel besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum er selber, sozusagen nachher auch ein Horcrux ist und warum das alles so zusammengefügt ist. Und ich glaube, wo es Dumbledore einfach nachher drum ging, ist herauszufinden, wie viele Horcruxe das sind. Ja, genau. Stimmt, genau. Das ist das, was Tom Riddle ihm erzählt. So, ja, ich will das teilen durch sieben, sagt er genau. Oder? Er sagt, ich will sieben Horcruxe erschaffen. Was wäre, wenn man sieben Teile seiner Seele abspaltet oder sowas? Ja, stimmt, genau. Wo der Typ so denkt, okay, bisschen herzlich. So viele Menschen töten. Das war ein komischer 15-Jähriger. Naja. Genau, bisschen dark, bisschen moody, aber okay. Ja, aber ist ja ein Slytherin, ne? Also da ist er sowieso nicht. Und dann, dann geht es quasi darum, okay, Dumbledore kennt quasi einen Aufenthalt oder einen Aufenthalt eines scheinbaren Horcruxes, das Amulett von Slytherin. Und dann kommt aber eines meiner allerliebsten Bilder aus allen Harry Potter Teilen, ist nämlich der allerbeste Shot, ist, wie sie auf dieser Klippe stehen und dann die Kamera so um diese Klippe so rumfährt und dann die Wellen da so hochschlagen und dann sie einmal kurz, okay, alles klar. Jetzt, Niki, hör auf. Hast du das nicht vor Augen? Nein. Nein? Ich finde ihn auch stark. Das ist geil. Ja, klar, ich weiß, es ist wahrscheinlich irgendwie Stock-Image oder CGI oder so, aber es sieht einfach super aus. Ist einfach geil. Und hat so richtig diese bedrohliche Atmosphäre auch in der Höhle. Also auch diese einsame Insel, wo das nicht so drauf scheint. Und dann hast du diesen See drumherum mit diesen Geistern. In Feri. Ja. Ja, irgendwie. Ja. Ist halt so ein bisschen, ich finde, in dem Moment kommt so ein bisschen Badass Dumbledore hervor. Und Da ist er auf jeden Fall, da ist er krass. Ja, ja, und das ist halt so ein bisschen, ne, vorher dieser liebenswürdige Typ, der irgendwie einfach total krass sein soll. Und in dem Moment ist der halt einfach so, wow, doch Badass Dumbledore. Ja, und auch so, ne, du machst das jetzt und du zwingst mich dazu und so. Und das ist richtig übel. Also man sieht schon, wie nah das Harry auch geht. Das ist schon eine heftige Nummer. So, ja, ich trinke das jetzt auf jeden Fall aus und so. Und das ist echt, also ich finde das eine sehr düstere Szene, die mir aber auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ist gut gemacht. Wie kommt Dumbledore nochmal darauf, dass da ein Horcrux liegen könnte? Oh, good call. Das ist auch nur im Buch. Das ist nämlich nachher, also er findet praktisch heraus, als er sich mit Tom Riddle, also er ist praktisch der Tom Riddle erzählt, dass der ein Zauberer ist. Ne? Also das, was Hagrid bei Harry gemacht hat, macht Dumbledore bei Tom Riddle und trifft den im Waisenhaus. Und im Waisenhaus erzählt die Leiterin des Waisenhauses, dass sie irgendwie immer ans Meer fahren, einmal im Jahr mit den Waisenkindern. Und irgendwie Tom damals zwei Kinder mit ihm mitgegangen sind und die in irgendeine Höhle gegangen sind. Und seitdem wären diese beiden Kinder nicht mehr so wie früher und irgendwas Schreckliches müssen die dort erlebt haben. Ah. Und darüber findet,
findet dann, also in diese Höhle sucht Dumbledore dann halt später und findet die und genau, und das hatte halt irgendwie so eine Bedeutung für Tom Riddle, weil er, glaube ich, so dort so ein bisschen seine magischen Fähigkeiten auch entdeckt in dem Alter und dort sozusagen das erste Mal anderen Kindern was antut. Ja, ich glaube aber, dass das im Film so integriert wurde und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob da eine Postkarte am Schrank hing oder dieser Schrank geht doch in Flammen auf, wenn Dumbledore bei dem kleinen Tom Riddle ist. Und da ist doch so eine Kiste drin mit so Kleinigkeiten. Und ich meine, da ist eine Postkarte von diesem Ort drin. Oh. Also von daher ist es so ein bisschen, ja, ich glaube nämlich schon. Ich habe das nämlich damals wahrgenommen und fand das clever. Das wäre auf jeden Fall ein cleveres Detail, ja. Das wäre auch gut. Ich glaub, das stimmt, ja. Ja, ja, das kann gut sein. Interesting. Dann nehmen sie das Amulett mit und wieder zu erwarten, oder nein, wie zu erwarten war, geht es Dumbledore sehr schlecht. Also ich habe mich dann schon, im Film fragt man sich, glaube ich, warum Dumbledore jetzt sein Leben opfert. Es ist schon so ein bisschen, okay, er sieht vielleicht kommen, dass Draco versucht, ihn zu töten, und er sieht vielleicht auch kommen, dass es tatsächlich auch funktionieren wird, aber dafür, dass Dumbledore nicht ausgewiesen in die Zukunft schauen kann, opfert er sich ja schon, indem er halt dieses Zeug trinkt. So, ihm geht's danach ja katastrophal schlecht. Ich glaube, er wollte halt auf gar keinen Fall, dass Harry das trinkt, ne? Irgendwie hat er ja immer gesagt, dass Harry deutlich wichtiger ist als er. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Grund dahinter. Und klar, nachher im 7. findet man dann ja heraus, dass das alles einen Sinn hatte, ne? Dass er sowieso am Rande des Todes stand und dementsprechend das auch easy trinken konnte. Ja, weil der Ring ihn doch tötet, ne? Eigentlich? Genau, genau. Den Fluch hat ja irgendwie sozusagen, ist ja dann auf die Hand beschränkt, aber es war irgendwie klar, dass der sich irgendwann komplett ausbreitet. Und dann geht's auch schon ins große Finale. Ja. Ja, der Showdown auf dem Astronomieturm ist auf jeden Fall ich finde, es ist eine wilde emotionale Mischung, weil er verbannt ihn dann ja, sagt, ja, hier, du musst dich verstecken und so, jetzt kommen die anderen, und Draco schafft es, das sieht man im Film auch immer zwischendurch wieder mit diesem Apfel und dem Vogel, die Todesser dann durch den Raum der Wünsche zu locken. Und dann gibt es ja diese Szene zwischen Draco und Dumbledore, das fand ich schon krass. Also ich fand das ja gut gemacht. Ich finde, Tom Felton ist auch ein sehr guter Schauspieler, was man halt jetzt mal sieht, mal nicht, weil er halt nicht so viel Screentime hat. Aber da sieht man es auf jeden Fall, dass ihm das sehr schwer fällt und er sehr wütend ist darüber. Das stimmt total. Und was mich da aber aufregt an der Szene ist immer, dass, also im Buch ist Harry ja handlungsunfähig und wird vorher von Dumbledore verzaubert, damit er nicht eingreifen kann. Und im Film steht Harry halt einfach so ein bisschen da drunter und hätte ja die Chance gehabt, einzugreifen. Und da bin ich so, also ich war ganz schwach auch, ja. Da fragt man, also ich weiß nicht, Niki, aber fragt man sich dann nicht in dem Moment, warum hat er nicht eingegriffen? Naja, Dumbledore hat ihm ja darauf eingeschworen, ne? Also ich finde, die ganze Szene wirkt schon ein bisschen gestellt. Also Dumbledore weiß 100%, was passiert. Ja, und also auch Snape weiß 100%, was passiert. Und spätestens bei der Szene war mir auch noch klar, dass Snape nicht der endgültig Böse ist. Ja, also Dumbledore wollte sterben. Ja, ich finde, das kommt schon irgendwie rüber, weil auch wie Dumbledore stirbt, gibt es ja dieses Slow-Mo dann, wie er vom Turm fällt und in die Kamera guckt. Und dieser Blick ist total so, alles richtig gemacht, es musste sein, warts ab, was noch kommt. Es ist kein geschockter Tod. Er ist nicht irgendwie so, oh mein Gott, Snape, wie konntest du nur? Krass. Das ist auf jeden Fall ein Detail, das hätte ich, also krass. Also so, ne, in der Nachschau macht das irgendwie Sinn, weil er ihn ja so ein bisschen darum bittet. Aber im Film, ich glaube, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht gecheckt. Definitiv nicht gecheckt. Ich habe es aber auch im Buch definitiv nicht gecheckt. Ich habe es auch nicht gecheckt. Also, ich dachte einfach, Snape ist wirklich personified evil und wie gesagt, habe halt einfach Rotz und Wasser geheult, als ich das gelesen habe. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie Teil eines größeren Plans war, außer halt, dass Dumbledore ja Harry also verzaubert hat oder ja zur Untätigkeit gezwungen hat. Und das habe ich aber irgendwie anders interpretiert. Ich dachte irgendwie, er möchte nicht, dass er auch noch stirbt und so.
Also ich habe das nicht als Teil eines größeren Plans erkannt, null. Krass, krass, Niki. Voll durchblickt. Ja. Abgefahren. Wie war das denn, also ich nehme mal an, du wusstest schon, dass Dumbledore irgendwann in den Film, in der Geschichte stirbt, bevor du die Filme gesehen hast, ne? Also das, war das so wie Darth Vader, dass man es vielleicht schon mal gehört hat? Also. Ich glaube, das habe ich schon tatsächlich schon gehört, dass Dumbledore stirbt. Also war es nicht so super emotional, nein, als du es dann gesehen hast, so, ne? Nee, sorry. Leider überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das ist auch, wenn man die Bücher liest und das kommt wirklich überraschend, das muss man schon sagen. Also da ist es wirklich, dass man nicht kommen sieht. Und ich finde, in den Filmen hat es auch schon so ein leichtes Foreshadowing. Also er hatte die ganze Zeit so einen Verabschiedungsmodus, so habe ich so das Gefühl. Und ist schon so ein bisschen so, er ist sehr im Frieden mit sich selbst. Ja, und allein so. Schon der Satz, egal was passiert, greif nicht ein. So, das kennt man auch ja. Schon vielleicht aus anderen Filmen. Aber das impliziert ja schon quasi, hier wird gerade was Schreckliches ausgeheckt. Ja. Ja. Aber in den Büchern war wirklich, und so diese Verzweiflung, die konnte man schon nachvollziehen, ne? So, man dachte irgendwie, okay, jetzt ist praktisch vorbei, ne? Also, jetzt hat Voldemort freies Spiel. Aber tatsächlich kommt nach dieser Turmszene meine absolute Lieblingsszene von allen Harry Potter Filmen. Ach. Und zwar die Szene, wo sie alle im Innenhof stehen, um Dumbledore herum und dann Professor McGonagall, die ich übrigens total liebe, ihren Zauberstab nach oben hält und da in das dunkle Mal diesen Leuchtpunkt gibt und dann alle ihren Zauberstab heben und gemeinsam das dunkle Mal praktisch wegleuchten. Und die Szene gibt es ja tatsächlich im Buch nicht und ich finde sie im Film, ich finde die wahnsinnig schön. Und das ist wirklich eine meiner Lieblingsszenen. Also einfach so dieses, ja, so dieses gemeinsame, was man da irgendwie schafft und einfach aus dieser Gemeinschaft heraus und ach, irgendwie. Das, ja. Es zeigt so ein bisschen diese Stärke von Hogwarts, auch unabhängig von Dumbledore, ne? Beziehungsweise was halt geprägt wurde in dieser Zeit, das finde ich so schön. Und ich finde tatsächlich, dass im 7. kommt nochmal so eine super starke Szene von ihr, die wir jetzt offensichtlich nicht vorhergreifen wollen. Ja, Professor McGonagall ist halt geil. Hat die einfach nochmal einen anderen Witz als in den Büchern. Also selbst in den Büchern mochte ich sie schon total gerne, aber im Film hat die nochmal so einen Witz und irgendwie nochmal so eine Stärke. Und ja, also die Szene mag ich total. Also kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich da den Film schaue. Also. Gab es denn in den Büchern keine andere Form von einem Klagelied für Dumbledore? Doch. Es gab der Phönix von Dumbledore hat ein Klagelied gesungen. Oh. Also irgendwie. Stimmt, der taucht auch nie wieder auf, ne? Nee, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, beim letzten Kampf nochmal. Weiß ich nicht so genau. Aber es gibt auch ein sehr großes Begräbnis in den Büchern. Also mit noch einem Haufen Wesen, die noch aus aller Herren Länder dahin kommen und so. Da wird auch nochmal deutlich. Ich finde es schade, den Film jetzt auch nicht, weil Vivica hat schon recht. Es ist eine sehr, sehr emotionale Szene. Also, so, wenn sie da alle gemeinsam quasi auch in Stille trauern, ist auch sehr intim, habe ich so das Gefühl. Und aber in den Büchern ist es auch nochmal die große Beerdigung, wo dann eben auch alle möglichen Wesen, also nicht nur Zauberer, sondern eben auch magische Wesen, kommen dann dahin und erweisen ihm quasi den Respekt. Ja, auf jeden Fall finde ich eine super starke Szene und irgendwie so dieses Zusammenstehen und dieses Gemeinschaftsgefühl und so. Also wie gesagt, Gänsehautmoment. Was ich dann leider persönlich auch über diese ganze Enthüllung mit dem Halbblutprinzen halt schon gesprochen, ausführlich genug, glaube ich, dass das alles viel zu kurz ist und auch irgendwie nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Zeit her. Aber was ich persönlich leider auch nicht so stark finde, ist auch in den Büchern, dass das Ganze nur, dass das Amulett gar nicht da ist. Also dass es nur so eine Replikation ist. Weil ich finde, das gibt dem Ganzen einen sehr faden Beigeschmack, dass sie jetzt all diese Opfer und diesen ganzen Weg haben sie jetzt quasi für nichts erbracht. So, ja, ich weiß, dann kommt dann im nächsten Buch und dann machen sie das und das ist auch eine geile Geschichte mit später dann Ron im Wald und dem Schwert und so. Aber dass sie nicht mal das Original-Amulett haben, das stört mich total. Halt, ne? Ja, du denkst dir, oh boah, jetzt habe ich hier 2:40 durchgeballert und dann sitzt du am Ende da und so, nee. Obwohl auch die Szene gefällt mir tatsächlich total gut. Weil dort nochmal praktisch so dieses Freundschaftsding. In dem Moment committen sich Ron und Hermine einfach komplett mit Harry da durchzugehen.
Und irgendwie finde ich das, also diese Szene total schön gewählt in diesem Turm, wo sie dort irgendwie stehen und irgendwie rausschauen und irgendwie nochmal so, also es fühlt sich so an, als würden sie sich in dem Moment auch so ein bisschen von Hogwarts verabschieden. Also ich habe irgendwie, das ist für mich so ein Freundschaftsmoment und einfach sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Also. Aber das hätten sie natürlich auch machen können, wäre klar, das am Ende echt gewesen. Ich meine, gut, das also, ist halt, ne, part of the story. Da konnten sie jetzt auch nicht anders, ne? Stattdessen gibt es ein neues Rätsel mit diesen Initialen von Sirius Blacks Bruder oder so. Da traten sie voll auf die Bremse und es war kein guter Rausschmeißer für einen Film. Vor allem, wenn du dann auf den nächsten Teil noch 2 Jahre warten musst. Ja, das stimmt. Obwohl ich fand, dass es, also ich finde, es hat so ein bisschen diese Stimmung erzeugt, die ja, glaube ich, auch so ein bisschen in dieser Geschichte drin liegt, dass es einfach unglaublich schwer wird, diese Horcruxes zu finden und zu zerstören. Also dass es einfach so ein unfassbar schwerer Weg ist. Also unglaublich steinig. Und ich finde, mit dem Gefühl ist man irgendwie rausgegangen, dass man so dachte, okay, jetzt schon super viele Leute verloren, total viel Mist erlebt und jetzt auch noch sowas, okay, das wird einfach turbo anstrengend. Ich finde so mit diesem, ja, dieses Gefühl, ja, ist das irgendwie. Ja, es entlässt einen auf jeden Fall mit einem Rätsel und halt andererseits, um das Ganze wieder auch so ein bisschen aufzufangen, halt mit diesem Gefühl, okay, alles klar, aber Harry ist nicht allein, ne? Also, auch wenn Dumbledore weg ist, er ist halt irgendwie nicht allein. Also, ja, ich verstehe, dass das irgendwie so vom Plot her irgendwie nicht so, aber es ist halt schon ein krasses Rätsel, in das man dann reingeht. Und man kann auf jeden Fall auch froh sein, dass dann der, ich finde, der 7. Teil nimmt es alles perfekt auf. Also diese ganze, so, das ist schon sehr, der 7. Teil ist mein Liebster, also der 7. Film. Und ich finde, der nimmt es halt sehr gut, nimmt das Tempo wieder auf. Also du hast sofort das Gefühl, es geht sofort los, das Abenteuer startet direkt und sie haben auch sofort eine Idee, was jetzt passieren soll. Und deswegen rettet der das auch so ein bisschen für mich. Aber als ich aus dem Kino kam, nach dem 6. Film, war ich auch schon, ja, schon ein bisschen ernüchtert, weil ich halt jedes Mal begeistert war, wenn ich rauskam. Und dann kam ich halt so ein bisschen raus und war so, ja, aber irgendwie hat mir als Fan, auch der Bücher hat mir zu viel gefehlt. Und auch, wie ihr schon gesagt habt, ist auch zu viel drin, was irgendwie eigentlich gar nicht da reingehört, von den Proportionen her und auch mit den ausgedachten Geschichten. Also ich war so ein bisschen ernüchtert, muss man schon sagen. Das 6. Buch ist einfach unfassbar geil und wahrscheinlich war es auch unglaublich schwierig, das irgendwie in einen Film zu verpacken. Aber da sind schon deutliche Schwächen drin. Also sehe ich auch total. Ich meine, ich schaue den irgendwie trotzdem total gern, den Film. Es ist einfach, ja, nicht so richtig gut übersetzt worden einfach. Gibt es im Buch Szene mit Voldemort? In dem Buch taucht Ralph Fiennes ja nicht einmal auf. Im Film, ja, sorry. Ja. Ich überlege gerade. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee, ich glaube nicht, weil sich halt alles dreht sich halt um Tom Riddle und seine Vergangenheit. Mm. Das ist quasi der Ersatz, den wir bekommen. Also der Plot geht quasi in seine Kindheit zurück und deswegen sehen wir Voldemort nicht oder hören ihn nicht so richtig. Und das ist quasi so der Ersatz, also damit man so, ich habe auch so das Gefühl, es funktioniert im Buch, was hat dann im Film nicht so gut funktioniert, weil einfach Tom Riddle nicht so wahnsinnig viel Geschichte bekommt. Aber im Buch funktioniert es auch deswegen gut, weil man plötzlich nur noch den Jungen hat. Nur noch den Tom Riddle an sich. Und da ist so das erste Mal, dass man auch so ein bisschen mit ihm sympathisiert, weil er halt so eine schlimme Kindheit hatte. Und ich glaube, deswegen hat sie sich da den Voldemort auch komplett gespart. Echt? Du hast mit Tom Riddle sympathisiert? Ja, also die Geschichte mit seiner schlimmen Kindheit, ja, total. Nele auch. Das ist nämlich. Ja. Nee, also selbst im Buch habe ich nicht mit ihm. Ich glaube, das ist der Unterschied. Hufflepuff und Ravenclaw zu Gryffindor. Ich würde es auch mit den Häusern erklären. Ja, absolut. Sag mal, Niki, was für ein Haus bist du eigentlich? Habt ihr das schon mal geklärt gekriegt? Nee, noch nicht. Ich muss noch diesen Test machen. Aber ich schicke ihm gleich den Test. Ich auch. Ja, hast du schon eine ungefähre Vorstellung, wo es hingehen könnte? Nee. Das liegt aber auch daran, weil er sich mit den Häusern nicht so gut auskennt. Offensichtlich auch nicht so richtig identifiziert, ne? Also du wärst keiner fürs erste Date. Scusi. Vielleicht ist er auch einfach Muggel. So. Ich glaube, damit könnte er auch gut leben, vielleicht. Ich fürchte ja. Aber ja. Ach ja. Ja, also an dieser Stelle mit dem Film
wären wir auf jeden Fall durch soweit und mit dem Buch auch. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel über die Bücher gesprochen wie dieses Mal. Aber es war sehr, sehr schön ist. Ja, total. Also, oder? Wenn ihr Fragen habt, ne, könnt ihr immer anrufen. Super. Vivi ist im Leben des Harry Potter Wiki. Das sagt die ihr gerade ungefähr alle Begriffe rausgehauen hat. Ja, es ist krass. Ich hab mich echt gewundert, weil ich, also mich schockiert das auch immer so ein bisschen, weil ich denke mir, das nimmt echt viel Platz in meinem Hirn ein, ne? Also das nimmt Sparkapazität weg, dass ich irgendwelche Sprüche aus Harry Potter kenne. Ja, aber besser das als diese ganzen Lieder, die man mitsingen kann, ne? Also, ja, die habe ich zusätzlich im Kopf. Deswegen, also, dann lieber damit. Also bei mir ist einfach, Kopf ist voll. Ich glaube, die Menschen lügen auch, wenn sie, wenn Forschung sagt, dass wir nicht unser ganzes Gehirn ausschöpfen würden, weil es ist wirklich eine Menge Kram drin. Und manchmal denke ich, das wird alles gar nicht berücksichtigt. Aber, ja. Ja, cool. Dann erstmal vielen Dank euch beiden für euren Besuch. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, total. Immer Spaß, drüber zu reden. Vor allem, wenn man mal Zeit bekommt, drüber zu reden. Die meisten Leute finden das jetzt nicht nerdig. Das stimmt, ja. Komisch eigentlich. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber zum Glück haben wir ja Niki. Der es alles abkriegt. Am Ende sagen kann, genau, ob es ihm zu viel wird. Nein, das ist schon gut gewesen. Ja, alles gut. Ich bin, das kam in diesem Teil zum ersten Mal gar nicht zum Vorschein. Aber ich bin genau das Gleiche, was mit Herr der Ringe angeht. Also Mittelerde, da bin ich dann so ein Crack. Das ist auch richtig, das ist wirklich krank. Also da haben wir auf jeden Fall auch schon... Die Story ist aber, die ist noch komplexer, glaube ich, als Harry Potter. Ja, die Welt ist halt noch größer. Die Mittelerde-Story. Ne? Mhm. Ja. Das nimmt noch mehr Speicherplatz in deinem Kopf ein. Denk drüber nach. Ich glaube auch. Deswegen ist für Potter war bislang kein Platz. Ja, gut, aber bei Herr der Ringe, ne, da muss man ja auch irgendwie sowas wie Elbisch lernen und solche Sachen. Ne? Da gibt es halt dann auch wirklich... Gibt es dann noch Dialekte im Elbischen. Ja, das muss man alles... Nein. Der nächste Podcast ist komplett auf Elbisch übrigens. Wow. Dafür gibt es auf jeden Fall dann einen Podcast. Sehr nischig. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass das so nischig ist. Wer weiß, oh Gott. Aber ich glaube schon, also overall ist das, glaube ich, also Harry Potter nischig. Ist definitiv nicht nischig. Da hat Niki einfach nur den Moment verpasst. Nein. Tatsächlich ist meine Geschichte dazu in einer Kurzfassung. Ich hatte damals, als der erste Film rauskam, glaube ich, auf VHS, die Wahl zwischen Potter und Herr der Ringe. So, der Nachbarsjunge hatte beide Filme auf VHS und ich durfte mir einen aussuchen und zum Ausleihen. Und ich habe die richtige Wahl getroffen. Ist aber mutig, das jetzt zu sagst sagen. Jetzt? Ne? Ja, würde ich auch, genau. Mache ich auch nur, weil wir remote hier miteinander reden. Ja, das stimmt, ja. Und ich schalte dich jetzt auch direkt stumm. Nein. Ja. Aber okay. Ich wollte übrigens nochmal eine Sache hochhalten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Niki sagt immer Potter. Außerdem hat er vorhin gesagt, dass er sich richtig gefreut hat, dass Draco Malfoy endlich mal eine Rolle kriegt. Also Niki, ich glaube, wenn du Pech hast und du machst diesen Haustest, bist du Slytherin. Weil es gibt wirklich sonst niemanden, der Potter sagt. Mr. Potter. Stimmt. Du nimmst alles wahr, du hast vollkommen recht. Das ist echt wahr. Das ist echt krass. Kleiner Severus. Ja, guck mal, und da benutzt du wieder den Vornamen, ne? Das würde von uns, würde keiner da den Vornamen benutzen. Ja, ja, ziemlich weird. Oh mein Gott, ist das schlimm. Das Loch wird immer tiefer. Da kommst du nicht mehr raus, das musst du echt mit dir selber ausmachen. Ich glaube auch, ich bin auch gespannt. Krass. Was da rauskommt, Niki. Ich auch. Ja, ich werde es euch mitteilen. Zieh dich schon mal warm an für die nächste Firmenfeier, ne? Ja, stimmt. Ja, sie kommt bestimmt und bald. Definitiv, ja, die kommt bestimmt. Ich weiß ja, wie ich angereist komme. Ne? Ja. Schwarzen Nebel und so. Mit auf grünem Schal. Also es wäre schon krass, ne? Ja, das macht ihr ja. Mhm. Ja, dann danke ich euch sehr für eure Zeit und danke natürlich auch allen, die uns zugehört haben. Und wir freuen uns schon auf die nächste Runde mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Der 7. Film, freue ich mich persönlich ganz besonders drauf. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.